Mein Kollege Hannes Zipfel hat das, was an den Aktienmärkten derzeit passiert, als Wettlauf zwischen Impfstoff und Lockdown bezeichnet. Finde ich sehr, sehr treffend, denn es ist heute wieder mal ein Montag voller Hoffnungsmotive, ein kombiniertes Hoffnungsmotiv, könnte man fast sagen. Wir hatten erst Brexit-Hoffnung, dadurch, dass doch die Deadline wieder mal verlängert wurde. Dann haben wir Impfstoff-Hoffnung, nachdem die Impfung in den USA jetzt angefangen hat. Und wir haben Stimulus-Hoffnung. Das ist das weitere Thema, das zusätzlich so ein bisschen die Aktienmärkte heute unterstützt hat. Und wir haben vielleicht auch Fed-Hoffnung, Zentralbanken-Hoffnung. Aber es ist dann doch so ein bisschen von den Höchstständen runtergekommen, zumindest was die Wall Street betrifft. Da waren wir schon ein bisschen höher. Jetzt dann aber diese Meldungen über Lockdowns, auch in den USA, die möglicherweise so ein bisschen dann doch die Euphorie eintrüben. Aber schauen wir uns zunächst mal an, diese junge Dame hier. Das ist Sandra Lindsay aus dem New Yorker Stadtteil Queens, die erste ist, die hier diese Impfung empfangen hat, eine Krankenschwester, die in einem systemrelevanten Krankenhaus in Queens, das schon im Frühjahr ein Hotspot der Corona-Situation war, hier geimpft wurde. Das sind natürlich per se erstmal gute Nachrichten, denken sich die Märkte. Das ist jetzt der Schritt in die richtige Richtung. Wir sehen das Licht am Ende des Tunnels. Aber jetzt kommt vielleicht doch erstmal der Tunnel. Wir haben hier die Aussagen von de Blasio, Gouverneur von New York. New York should prepare for possibility of full shutdown, also praktisch ein voller Shutdown, wie wir ihn jetzt in Deutschland haben, wie wir ihn jetzt auch in den Niederlanden haben, wie wir ihn jetzt in immer mehr Ländern und Regionen haben. Das ist also die Kurzfristperspektive. Die Aktienmärkte wollen natürlich die Langfristperspektive sehen und sagen sich, okay, ist halt nicht so schlimm, deswegen fallen wir nicht. Aber es ist eben doch ein, naja, Konflikt zwischen der ferneren Zukunft und der Gegenwart, die erfahrbar ist, die durchaus eben berechenbar ist, weil man weiß, was da kommt wahrscheinlich. Auch Kalifornien dürfte in einigen Counties jetzt weiter zuschließen. Und auf der anderen Seite ist eben die Hoffnung da, dass das Ganze dann irgendwann besser wird. Aber wann, das ist eben die Frage. Das ist noch nicht entschieden. London kommt jetzt dazu. Bars and Restaurants werden ab Wednesday, ab Mittwoch also schließen müssen. Also es ist schon ein Phänomen, was jetzt natürlich in dieser kalten Jahreszeit um sich greift. Deutschland wird weitgehend ignoriert, die wichtigste Volkswirtschaft hier in Europa. Wenn die also zumacht mit immensen wirtschaftlichen Schäden, scheint das die Aktienmärkte nicht so wirklich zu tangieren. Der DAX ist fröhlich gestartet und dann auch leicht zurückgekommen. Die Situation insgesamt, wenn wir uns jetzt mal hier anschauen, die neuen Fälle auf 1 Million Menschen, dann liegen die USA, was die westlichen Länder betrifft, nach wie vor vorne, vor Holland, vor Italia, vor United Kingdom und dann Germany. Frankreich und Spanien haben es geschafft, durch härtere Maßnahmen offenkundig die Zahlen hier ein bisschen nach unten zu kriegen. Wir sind jetzt erst in diesem Prozess hier in Deutschland. Und dann vielleicht eine Meldung, die jetzt so nebenbei kam, die aber doch vielleicht bedeutsam sein kann. Denn Umfragen zeigen unter Fondsmanagern, die größte Sorge ist, dass das Virus mutiert und dann der Impfstoff, der jetzt entwickelt wurde von Pfizer-BioNTech, von Moderna, möglicherweise auch von AstraZeneca, dass der nicht wirklich dann diese Abdeckung hat. Jetzt haben wir in UK, wie der Gesundheitsminister Hancock gesagt hat, über die letzten Tage ungefähr 1000 Fälle von einer Mutation dieses Virus. Das würde bedeuten, dass möglicherweise der Impfstoff dann gegen solche Mutationen nicht wirkt. Das würde die ganze Geschichte natürlich verlangsamen, würde diese Impfung und die Effekte, die man sich davon erhoffte, natürlich deutlich zeitlich erstmal nach hinten bringen. Wie schaut es aus an die Aktienmärkte, meine Damen und Herren? Das sind die Forecasts für 2021, die jetzt raus sind. JP Morgan 4400 im S&P 500. Wir sind jetzt heute mal knapp an der 3700er Marke gewesen. Goldman Sachs 4.3, UBS 4.1. Am bärischsten sind Citi, SocGen, Société Générale und Bank of America mit 3.800 Punkten. Also alle gehen davon aus, dass wir nächstes Jahr höhere Aktienkurse am Ende des Jahres sehen werden. Ist dann nicht viel, wenn man die pessimistischen Schätzungen hier sieht, unter anderem von der Bank of America, wären dann gut 100 Pünktchen vielleicht, aber 4.400 von JP Morgan, das wäre dann doch nochmal ein Schnaps. Das wären dann gut 700 Punkte. Das ist also durchaus ein Zugewinn von ja, knapp 20%. Und wenn wir uns mal anschauen, wie eigentlich die Prognosen jetzt für das Jahr 2020 waren,
dann waren die im Durchschnitt für den S&P 500 bei 3280 Punkten. Also um und bei 400 Pünktchen unter dem Stand, unter dem wir jetzt aktuell sind. Und diese Annahme, nämlich die Schätzungen, die Erwartungen dieser Analysten, Bankanalysten im Jahr 2019 für das Jahr 2020, basierte darauf, dass wir weiteres Gewinnwachstum sehen, dass wir Umsatzsteigerungen sehen. Und was passiert? Wir sehen weder Gewinnsteigerungen noch sehen wir Umsatzsteigerungen, beides rückläufig. Aber wir sind hier bei 3700 mit einer Multiple Expansion, wie die Amerikaner dazu sagen oder die Angelsachsen, driven entirely by central banks. Es ist nur den Zentralbanken zu verdanken, dass wir da stehen, wo wir stehen, mit einigen Exzessen, zu denen ich gleich komme. Aber schauen wir uns mal die Zentralbanken an, deren Bilanz. Dann sehen wir hier die kombinierte Bilanz, Fed, Bank of Japan und ECB, also die drei bedeutendsten, kann man sagen, hier zumindest im westlichen Bereich. Gut, Japan jetzt als westliches Land mal genommen. Da liegen wir auf einem Allzeithoch bei 22,5 Billionen US-Dollar. Das ist ein neuer Rekord. Wir sind jetzt mal eben in diesem Jahr haben wir 8 Billionen hinzugelegt. Und wir sehen jetzt bestimmte Auswüchse dieser Gelddruckorgien, zum Beispiel bei IPOs. Wir sehen hier, dass diese IPOs in Relation zum S&P 500 meistens ziemlich parallel gelaufen sind. Und im Jahr 2020, booms, da geht es nach oben, da werden diese IPOs gekauft wie verrückt. Und es werden SPACs gekauft. Was sind diese SPACs? Das sind Special Purchase Acquisition Companies. Das sind also Firmen, eine Mantelfirma, die nur gegründet wird, um irgendeine andere Firma zu kaufen. Die Investoren parken da Geld rein, solange die Firma, dieser SPAC, noch keine andere werthaltige Firma gefunden hat, die sie kaufen will, wird das Geld mal in US-Staatsanleihen gepackt. Und wir sehen, was für ein Boom daraus entstanden ist. In den USA ein großes Thema an den Finanzmärkten, in Deutschland kaum beachtet, diese SPACs. Aber es ist eine ähnliche Euphorie wie bei den IPOs. Und wenn wir uns diese IPOs hier nochmal anschauen, dann sagt ihr zu Recht, Sentiment Trader, never before investors have been so eager to give so much to such unproven companies. Also es ist so viel Geld in Firmen geflossen, die noch nicht nachgewiesen haben, dass ihr Geschäftsmodell funktioniert, weil sie schlichtweg Verluste machen. Das ist also der höchste Stand in 35 Jahren. Wir sehen der S&P hier, der schwarze Chart geht nach oben und der blaue Chart, das sind die IPOs, die Verluste machen. Der Chart geht sozusagen nach unten, das heißt die negativen Geschäftsentwicklung dieser Firmen, die jetzt an die Börsen gekommen sind, die ist außergewöhnlich. Das haben wir jetzt zuletzt bei Airbnb und DoorDash gesehen. Beide Firmen machen ja derzeit noch keinen Gewinn. Und so ein bisschen geht das auf Kosten, diese ganze IPO-Geschichte, diese ganze SPACs-Geschichte, geht das auf Kosten dessen Nasdaq, hier Triple Q, das maßgebliche ETF. Und wir sehen, die Call-Spekulation hat stark abgenommen. Die hat sich dann viel mehr verlagert auf Einzelaktien, wie zum Beispiel Tesla und wie sie alle heißen. Aber wir sehen, dass hier diese Euphorie, die ein Zeit lang auch im Nasdaq als Index der Fall war, zumindest ein bisschen abgeklungen ist. Dennoch heute der Nasdaq sehr stark, eine Tesla heute sehr stark, weniger stark dagegen Dow Jones, der ja am letzten Freitag auch am besten gelaufen war. Was haben wir noch? Wir haben Donald, heute ja Electoral College, also die Wahlmänner werden abstimmen. Donald hat nochmal einen Tweet rausgehauen. Water Fraud, also dasselbe Lied. Hier unten sehen Sie eine Karikatur, The Walking Dead Enders. Stop the Steal, also stoppt das Stehlen der Wahl. 77% der Republikaner, die Republikaner wählen, sind davon überzeugt, dass diese Wahl gestohlen ist. Das bedeutet für die Zukunft, dass wir weiterhin gesellschaftliche Spannungen haben, dass das Potenzial da ist, dass sich Extremisten aus dieser Gruppe möglicherweise sogar mit Gewalt versuchen durchzusetzen, sagen, Biden ist nicht der legitime Präsident, dann auch eben vor Gewalt nicht zurückschrecken. Das ist ein Szenario, das gar nicht unwahrscheinlich ist. Man reagiert schon drauf, hier in Michigan zum Beispiel. Da wird der Senat und das Abgeordnetenhaus des Bundesstaates Michigan erstmal geschlossen, weil dort eben die Wahlmänner sind und man fürchtet hier Anschläge. In den USA kam es ja am Wochenende durchaus auch zu Auseinandersetzungen zwischen Trump-Anhängern und weniger Trump-Anhängern, könnte man sagen. Was steht in dieser Woche politisch noch bevor? Wir haben heute das Electoral College. Trump hat gesagt, ja, wenn die Wahlmänner
Biden wählen, dann würde ich abtreten. Bin gespannt, was er tut, wenn es so kommt. Dann haben wir zweitens noch Government Funding. Also wir müssen jetzt bis Freitag einen Deal haben zwischen Republikanern und US-Demokraten, damit die staatlichen Behörden offen bleiben können. Sonst droht ein Shutdown. Und wir haben natürlich diesen Corona Relief Bill, also diese Hilfen für die US-Amerikaner, die jetzt Schwierigkeiten haben. Man will die wohl aufspalten, diese Bill, in Dinge, auf die man sich einigen kann, und die Dinge, die man sich nicht, auf die man sich nicht einigen kann, die will man dann später verhandeln, möglicherweise nach den Senatswahlen hier in Georgia. Und hier sehen wir mal die Umfragen, und wir sehen, da sind jetzt die beiden demokratischen Kandidaten, die in Georgia hier zur Wahl antreten, sogar knapp vor den Republikanern. Das ist also noch keine Gmade Wiesen, wie man in Bayern sagt. Das ist also noch nicht ganz sicher, dass hier wirklich die Republikaner gewinnen. Das Potenzial besteht, dass viele Trump-Anhänger sagen, ja, eh alles gerickt, eh alles manipuliert, und deswegen gehe ich da gar nicht zur Wahl hin in Georgia. Das ist das Potenzial sozusagen, das möglicherweise die Demokraten noch haben, um doch dann den Senat noch zu kriegen, zumindest mit 50-50 Abgeordneten zu besetzen, und dann würde ja die Vizepräsidentin Kamala Harris das Zünglein an der Waage spielen. Und ein Punkt vielleicht noch abschließend: Wir haben heute wieder Dollarschwäche gesehen, aber die hat sich dann ein bisschen zurückgebildet, könnte man sagen. Wir sind jetzt an einer entscheidenden Linie, wie wir sie hier sehen, bei Dollar zu Euro. Hier ist fälschlicherweise die Rede von Euro zu Dollar, aber hier mal ein Chart Dollar zu Euro. Und wir sehen, wir sind einer langjährigen Aufwärtstrendlinie seit dem Jahr 2008. Und am Mittwoch kommt die Fed, und die Märkte gehen davon aus, ja, da wird nochmal Stimulus kommen, aber die Gefahr ist schon da, dass dieser Stimulus nicht kommt, weil die Fed sagt, ja, wir warten erstmal ab, was die Politik denn macht hier seitens der Republikaner und der Demokraten, bevor wir jetzt weitere Maßnahmen ergreifen. Das könnte dann, wenn die Fed nichts tun sollte, Dollarstärke bringen, und das wiederum wäre dann nicht so schick für die Aktienmärkte. Wir werden sehen, meine Damen und Herren, das soll es erstmal gewesen sein von einem wieder mal extrem optimistischen Montag. Mal sehen, ob der morgige Dienstag auch so optimistisch bleibt. Ich wünsche auf jeden Fall einen optimistischen Feierabend vor dem harten Lockdown, und ich sage Servus und Ciao.